Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu Happy Wheels. Yeah! Und wir sind mal wieder hier und versuchen, neue total krasse Level hier zu schaffen. Ja? Level zu machen und Level zu spielen. Mein Turtle Tag ist das nächste, das wir versuchen werden. Und ich spiele den Opa. Ich muss mal gucken. Oder wie war denn der Opa noch? Oder war der so? Ich muss gucken, dass ich hier noch die Kanonen, die deutsche Kanonenkugel. Wo sind die Bälle? Wo sind die Kanonenkugeln? Da ist die Kanonenkugel. Feuer! Feuer! Los! Richtung Osten! Oh! Da wurde der Schädling mit einem Zug überfahren, mit einer deutschen Reichsbahn. Das ist sehr schön. Da kommt. Oh. Oh, das ist ja wie bei dem ASDFE-Video. Wie heißt das noch? Ah, ich habe dich getroffen. Schnell, ich muss besser. So, das war gut, aber nicht gut genug. Und das könnte. Jawohl! Super gut getroffen. Noch einmal. Ich brauche noch eine Bombe. Als Willkommensgeschenk für die Flüchtlinge. Das ist nur Spaß. Oh, der war gut. Ah, nein, der war nicht gut. Oh, nein. Sie darf nicht hochkommen zu mir. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, wie extrem knapp die Kugel drüber geflogen ist? Ich muss schnell sein. Los, Kugel. Kanone. Eine V2-Kanone. Der Reichszug von Spandau nach Bremen fährt auf Gleis 3. Der Braunzug kommt schnell. Jetzt, Schildkröte, explodiere. Warum explodierst du nicht? Voll ins Gesicht. Schildkröte, du musst explodieren. Los. Jawohl. Brav. Gut gemacht. Gute Schildkröte. Oh nein. Die Kanonenkugeln fliegen direkt auf mich. Ich muss es schaffen. Oh nein. Schnell. Explodiere. Sonst explodiert sie auf mir. Ich möchte das nicht. Nein. Nein. Falsch. Falsch. Sie ist in der falschen Zone explodiert. Schnell. Los, Kanone. Schieß uns zur Freiheit. Tu es. Der Zug kommt um 16:23 Uhr auf Gleis Tod. Kanonenbälle. Los, flieg. Flieg du Kanonenball. Nicht zwei. Einen. Ich brauche noch einen. Oh, mein Kopf. Kanonenball. Die Schildkröte. Nein, wir haben Angst. Warum? Oh Gott. Ich mache Fehler. Wer nervös wird, macht Fehler. Ich darf mir Fehler nicht leisten. Nein! Oh Gott, oh Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Es ist schon in der grünen Zone gewesen! Wieso schaffe ich das nicht? Das kann ja wohl. Das kann ja wohl gar nicht mein Ernst sein. Ich werde es wohl noch schaffen, ein paar Kanonenschüsse abzuwehren und Kanonenkugeln in das nahegelegene Biotop zu werfen, in dem diese Teufelsschildkröten. Was sind das für Geschöpfe? Die deutsche Reichsschildkröte! Jawohl! Jawohl! Auf den Schädel getroffen! Die nächste kann kommen! Das sind die Teenage Mutant Stasi Turtles! Okay, die Stasi hat damit jetzt nichts zu tun. Ich wollte nicht Nazi sagen. Die Teenage Mutant Nazi Turtles. Ja, das ist geil. Oh, die Kugel fliegt zu hoch! Sie muss weit! Nein, das war zu weit! Oh nein, Kugel nicht in mein Gesicht! Schnell! Ja! Ja, das wird knapp! Das wird sehr knapp! Jawohl! Jawohl, Glück muss mit dem Führer sein. Schnell, nach vorn. Jawohl, nein, wieso nicht? Wieso hat er sich getroffen? Oh nein, die Schildkröte ist hindurchgekommen und bricht in mein Volkstrauma ein. Ich habe es nicht geschafft. Wir werden es beim nächsten Mal wieder probieren. Delan Meyerman, der Riesen, der Riesen, Rieselmeiermann, der Rasenmähermann. The Lawnmower Man. Press Space to activate. Press Control to fire. Bam! Okay, avoid the lasers. Ah, ich muss. Was muss ich machen? Okay, was muss ich machen? Ich muss mit ihm laufen? Nee, was muss ich. Hä, was muss ich machen? Avoid the lasers. Was tut er? Wir starten nochmal neu. So, okay, und jetzt? Ja, press Space to activate. Ah, jetzt kann ich so laufen, okay. Wow, 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 jawohl, jawohl.
Ja, das schaffe ich voll leicht, Alter. Ich mache alles. Wow, 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 Laser. Wow, wow, wow. Okay. Ja, da waren noch ein paar Laser und so, muss ich aufpassen. Achtung, Boss, ey. Oh Gott. Oh, das sind Lasers. Lasers! Nein! Boah, Alter, was wären da noch gekommen? Wollen wir das nochmal probieren? The Lawnmower Man. Los geht's. Ich weiß, da hinten kommt ein paar Laser. Hallo. So, so. Ah, easy, easy. So, da ist der Boss. Okay, ich muss das schneller runter. Ich dachte, ich habe vielleicht ein, zwei Minuten Zeit. Los! Los! Ich muss es schaffen. Ich muss es jetzt schaffen. Das ist meine letzte Chance. Shabazy! Ah, schön, den Roboter hier ausgeschaltet. Bam! Boots, sagt man. Okay. Wo muss ich denn dann dahin? Das gibt's ja gar nicht. Ich muss doch irgendwo auf die sichere Seite kommen. So, hier. Ja, komm her. Komm her. Bam! Und weiter. Und ja, ja, ja. Bam! Oh Gott. Wir tryen mal was anderes. Ich glaube, ich shift es nicht. The Land of the Apes. Also Land der Affen. Hallo meine lieben Freunde, mein Name ist Fernando Sanchez und heute befinde ich mich auf einem Affenplaneten. Ich wurde gefangen genommen, aber das ist kein Problem. Ich bin tot. Ich versuche noch einmal. Meine lieben Freunde, ich, Fernando Sanchez, werde es mal wieder schaffen, die Liane zu greifen. Jawohl, ich habe es geschafft. Ich bin der Lianen-Meister aller Klassen. Bereits 1733 war ich in meiner Klasse auf der Schule bereits Lianen-Weltmeister. Warum sage ich immer Lianen? Es ist falsch. Das heißt ja nicht Lineal, sondern Liane. Oh, ein Coin. Oh Gott, ich habe versagt. Warum? Wieso habe ich es versagt? Ich muss es schaffen. Mit einem Hechtsprung. Ah, sehr gut, Fernando. Heute sehe ich schon, du schaffst es nicht. Wir versuchen noch einmal. Vielleicht dieses Mal erfolgreicher. Jawohl. Ich habe es gegriffen. Handstand. Sehr gut und... Ich habe... Nein, es muss ein bisschen festhalten. Wieso hält er es nicht fest, ja? Das darf wohl unmöglich sein, meine Ernst sein. Oh Gott, ich habe meine Beine verloren, aber das macht er nicht. Ich brauche diese Beine nicht für eine Aufgabe wie diese. Oh Gott. Da war ich zu früh. Vielleicht sollte ich auch dieses Mal darauf achten, nicht meine Beine zu verlieren, wegen die Krokodil, ne? Ein wunderbarer Hechtsprung! Mit die Füße aufgekommen. Ist dafür nicht mit die Füße aufgekommen. Das letzte Mal, als ich mit einer Hechtsprung! Hechtsprung, falsch. Mit der Liane machte man Liebe, wie mit einer Frau. Man nimmt sie ganz zärtlich in die Hände und hält sie fest. Und dann zwingt man ein bisschen an ihr. So. So macht man das. Jetzt wisst ihr auch, wie Fernando Sanchez Liebe macht. Mit einer Liane. Und einer Frau natürlich. Das ist ein Krokodil. Auch mit einem Krokodil kann man Liebe machen. Aber es ist ja ein sehr kurzes Vergnügen. Und es ist sehr intensiv. Mein Arm ist verloren gegangen. Wo habe ich ihn nur vergessen? König der Affen, lass mich doch bitte frei. Oh Gott, ich sitze auf Liane. Oh Gott, meine Füße! Oh nein! Ich bin tot. So eine blöde Geschichte. Einfach hinuntergefallen. Sprung! Oh! Hey, nein! Nein! Mein Liane! Ja, ich schaffe noch! Ich schaffe nicht. Bitte, gebe mir noch eine Chance, lieber König der Affen. Es kann doch wohl nicht so schwer sein. Oh Gott! Ah, alles wurde gefressen von die Krokodil. Vielleicht es macht lieber liebes Spiel mit mir. Ich sollte nochmal probieren. Mitte diese. Jawohl, jawohl, sehr gut, festgehangelt. Fernando, heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag, Fernando, heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Nein! Wieso schaffte Fernando diese mal diese Hindernisse? Wieso? Wieso ist er so schwach?
Warum ist so, Fernando? Du musst stärker sein. Du musst alle Hindernisse, die das Leben dir stellt, meistern. Auch ohne Körper. Ohne Arme. Ohne Beine. Es ist kein Problem für Fernando Sanchez. Ich war bereits 1612. Ich habe versagt. Warum? Heute ist nicht gut für Fernando Sanchez. Er machte viel Versagen. Aber manchmal auch besser, wenn Versagen bevor Krokodil haben muss. Ich lebe noch, ich lebe nicht mehr. Er hatte meine untere Hälfte, aber ich kann auch leben ohne untere Hälfte. Vielleicht sollte ich nur einhändig. Da hat mich der Krokodil und der Mann schon ganz schön zerfetzt, ne? Ich muss ein bisschen mehr festhalten. Jawohl, sehr gut gemacht, sehr gut Fernando Sanchez. Und diesmal, ich schaffen. Diesmal, nein, meine Arme gebrochen. Wieso ich nicht schaffen? Unmöglich zu schaffen. Sehr schöne Karte, macht sehr viel Spaß, aber mein Arm kaputt. Warum kaputt? Eine Hechtsprung in den Tod. Ich wurde gefangen genommen von König der Affen, weil ich habe nur eine Schuh an. Und eine Schuh an zu haben, ist in die Affenland eine große verbotene Ding. Nein, das war so gut. Wieso schaffe ich nicht? Ich bin verzweifelt. Ich möchte bitte schaffen. Ich möchte jetzt doch nur schaffen. Oh, Herr Krokodil. Au, oh, das tut meine Eier weh. Warum du? Warum machen sie das? Herr Krokodil, meine arme Eier. Du so viel wehtun. Sprung. Kick. Gehalten. Backflip. Sehr gut, Mann. Fernando, ich bitte dich. Mach nicht wieder Unfug. Fernando. Fernando, nein, nicht mal. Fernando, warum machst du das? Fernando sagt es. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht dann besser. Bis bald.